Wir haben das Katzenkind zu seiner Mutter gebracht und sind zurückgekehrt hier nach Giuletto, um auch dem Bürgermeister endlich zu berichten, was vorgefallen ist und um natürlich erfolgreich Abschluss über das Ganze hier zu bringen und weiterzumachen. Und zwar hier in der 21. Folge von Dragon Quest Den. Wir sind hier zu Shusoku, der Offline-Variante wohlgemerkt. Ja, da gibt's ja zwei, natürlich. Und in der hier werden wir genau das gleiche machen wie in der Online-Version. Und zwar ins Haus des Bürgermeisters gehen. Ha, denn der wartet schon auf uns, der will mit uns reden. Ja, guck mal, der wird immer schön groß aufgefahren. Was ist hier los? Und zwar heißt der Bürgermeister dies Bode und sagt, oh, Kurando. Und, Hyusa und Sonia. Ihr alle. Ihr konntet also offenbar das Katzenkleine erfolgreich an den Elternteil zurückbringen. Ja. Ah, und auch die Katzenmager, die hier in der Nähe der Stadt Patrouille geschoben haben, sind auf einmal alle verschwunden. Ha, damit ist auch hier Ruhe eingekehrt in das Dorf. Nun, dieser Glauben mag sie trügen, mein Bürgermeister. Sie mögen zwar nicht mehr kommen, weil sie das Katzenkind suchen, ja? Aber sie sind immer noch Monster. Allesamt. Nein, die Katzenmutter, nein, war ein guter Mensch. Nein, ich meine eine gute Katze gewesen. Die war lieb. Ha, aber auch wenn jetzt nur die Katzen weg sind, ja? Das reicht mir schon. Das bin ich schon sehr dankbar für. Und damit, dass ihr auch Frieden und Ruhe und Sorgenlosigkeit den Leuten hier aus Toilette gegeben habt, ja? Das ist die Hauptsache und das macht mich glücklich als Bürgermeister in meiner Aufgabe. Ha, das ist auch wirklich super für sie. Sehr herrlich, sehr prächtig. Hyusa, was soll das? Warum redest du immer noch so? Ihr habt wirklich hervorragende Arbeit geleistet. Und ich denke, ihr seid würdig, das Schlüsselemblem dieser Stadt zu erhalten. Ernsthaft? Deshalb nehmt ruhig dieses blaue Schlüsselemblem an euch. Oh, wundervoll! Ich wusste ja gar nicht. Guck mal, hier haben wir schon. Da ist es. Das Schlaue, wollte ich schon sagen. Ja, das ist eine schlaue Leistung, die wir getätigt haben, das blaue Schlüsselemblem hier zu erhalten. Selbstverständlicher für dich. Hier, nimm's ruhig, User. Ich brauch's nicht. Was? Aber wenn du das hast, kannst du auch Bitten in anderen Königreichen annehmen. Es bringt dir doch nichts, das abzuschlagen. Also nimm's doch einfach mit. Ich brauch das nicht. Was soll ich damit? Ich werde mit meiner eigenen Kraft den Leuten zeigen, wie sie auf mich zu blicken haben, ja, dass sie mich anerkennen. Das habe ich entschieden, als ich das Dorf Rehn verlassen habe. Ich verstehe. Und wenn das bringt wohl nichts, sich zu überzeugen. Mach, wie es dir am besten gefällt. Kurando? Ah, aber dass ich dich getroffen habe, das hat schon irgendwas von schicksalhafter Bindung. Deshalb habe ich mich entschieden, dass ich dir folgen werde. Und du darfst nicht Nein sagen. Lass sie nicht zu. Oh, sehr cool. Neben Fuda ist es nun User, der uns folgt. Damit haben wir einen neuen Begleiter. Ich bin ziemlich glücklich, dass es dazu gekommen ist, dass wir nun hier jemand Neues an Bord haben. Beruhig dich und keine Sorge. Ich werde auf keinen Fall irgendein Klotz am Bein sein. Das glaube ich auch nicht, das ist ein guter Kämpfer. Oh, Sonia, sagt der Bürgermeister. Du musst dich nun bei Kurando verabschieden. Ja, vielen Dank, Herr Kurando. Und wenn Sie Zeit und Lust haben, dann kommen Sie nochmal, um mich zu besuchen. So, und damit ist aus der Party raus, das reicht. Ja, wer wird ich gesagt? Und wenn ihr mal wieder in der Nähe seid, kommt auf jeden Fall vorbei. Jo, muss ich mal überlegen. Irgendwann vielleicht mal in 20 Jahren. Aber jetzt wollen wir erstmal weiter. Bevor wir weitermachen. Wir wollen ja die nächsten Schlüssel Ambulance hier sammeln. So, oh, der Zelt und Retter von Juliette kriegen wir jetzt auch ein Abzeichen. Wow, was ist jetzt los? Ich schau mal kurz, wie sieht's denn aus? Haben wir denn hier Daijina Mono, die wichtigen Gegenstände? Und da haben wir jetzt das Grüne aus der Stadt des Windes, das Schwarze aus Gunen und natürlich jetzt aus Juliette das Blaue. Ergo dürfen wir weitermachen. Ich weiß, dass es hier
auf dem Festland, wenn man jetzt ins Landesinnere reingeht, dieser Insel, dieses Kontinents, dann gibt es weitere Quests, aber die sind, glaube ich, erst für später. Ich kann aber nochmal zu Sumia. Was ist, soll ich bei Sumia nochmal nach Hause gehen? Kriegen wir da irgendwas Schönes noch? Ich gehe nochmal kurz vorbei, ja? Die wirkte noch so einsam und traurig allein, deshalb, ich sollte da vielleicht nochmal Hallo sagen. Beziehungsweise auf Wiedersehen in dieser Stelle. Oh! Ha. Denn du hast keinen Elternteil. Und es ist traurig natürlich. Und deshalb hast du das Kind bei dir getragen, die ganze Zeit, dich drum gekümmert, nicht wahr? Das würdest du immer noch gerne tun, nicht wahr? Wie sie schweigt. Ja, ich jammer nicht, sie schweigt. Nein, daran denke ich schon gar nicht mehr. Wenn du jemanden hast, auf den du dich verlassen kannst, ja? Dann sollst du das tun. Und wenn... Aber wenn niemand ist, ja? Dann bleibt nichts anderes übrig, um selber stärker zu werden. Um dich nicht auf andere zu verlassen. Und selbst leben zu können. Das habe ich gemacht. So habe ich mein Leben geführt. Und ich habe es auch vor, das fortan zu tun. Ich verstehe. Mhm. Ha. Aber ich will jetzt auch nicht sagen, dass du es tun solltest, ne? Missverstehe mich da nicht. Mach, wie es dir gefällt. Ja. Übrigens, Corando. Diese Katzenkönigin, was sie gesagt hat. Der böse Wille. Oder was sie da sprach. Hast du da eine Ahnung, wovon ich sprach? Was, worum es geht? Böse Absicht, das, was dahinter liegt? Ha, was sagst du? Nägel? Ein Fiesling namens Nägel? Hat da was vor? Ha, ich verstehe. Vielleicht hat die Stimme, die ich gehört habe, was damit zu tun. Nein, jedenfalls das, was ich bei der Katzenkönigin gehört habe. War eine Stimme, die gesagt hat, ich solle dir folgen. Hyusa, sagt nun zu mir. Heißt es, dass auch Juliette in Gefahr sein kann? Vielleicht sollte ich mit euch kommen, um die Stadt zu beschützen. Wie bei der, als wir auf der Katzeninsel waren. Euch helfen beim Kampfe. Oh. Nein, zu mir, sagt Hyusa. Du bleibst hier und beschützt die Stadt. Und wir kümmern uns darum, uns oder dem Fiesling zu entledigen. Also, versteh dich gut mit den Leuten hier in der Stadt. Und hilf ihnen, die Stadt zu beschützen. Und wenn ich wieder zurückkehre, ja, zeigst du mir, wie stark du geworden bist. Ja, verstanden. Ich beschütze die Stadt. Also dann, auf Wiedersehen, Sommer. Pass auf dich auf, Hyusa. Bruder nennst du mich. Hör auf damit. Ja. Und so geht er von dann. Der tapfere Verdi-Krieger. Ich werde so wie ihr werden, vielleicht irgendwann. So werde ich nicht werden können, meine ich, aber ich möchte mich mit den Leuten hier anfreunden. Und alles daran setzen, alleine auf meinen eigenen Beinen stehen zu können. Dann werde ich groß werden und das Kind auf der Katzeninsel treffen und mich mit ihm anfreunden. Vielen Dank für alles, Corando. Ich komme alleine klar, mir geht's gut. Na, wenn das so ist, dann können wir jetzt gehen. Endlich können wir gehen. So. So, neue Quests auf der Questliste. Aber ihr seht es schon. Ja, wir sollen zum Bahnhof gehen. Denn dort werden wir nun weiterreisen. Und wie schön ist es, dass wir jetzt zu dritt unterwegs sind. Und Hughes ist wirklich, das ist ein starker, starker Kamerad. Guckt euch den mal an hier. Warte. Achso, ich kann mit ihm erstmal reden noch. Wartet mal. Ha. So, was hast du gesagt? Sich zu verabschieden, das ist was, was man ordentlich machen soll, ne? Komm, lass uns jetzt mal gehen. Ich wollte aber mal gucken. Sachsen ist es, ne? Leute, nee, Quatsch, ja, Sachsen. Im Kampf. Ich muss mal kurz gucken. Ah, okay. Befehl erteilen. Darum ging es mir, dass er auch auf mich hört fortan und nicht einfach rumschlägt wie so ein Besowski. Das wollen wir natürlich gar nicht. Und nun geht es auf zum nächsten Ort des Abenteuers.
lang genug hier gewesen. Können wir hier fahren oder? Ne, wir müssen gleich rum, ne? So, ne, hier. Also, gut, dann haben wir. Lass mich nicht lügen. Was hat man noch? Asselan war. Das ist Windstadt. Jetzt hier. Wir können jetzt die. Gattada ist Berg, also von den Zwergen. Und Fair. Oder Olfair. Olfair heißt es von den Feen. Viechern da, ne? Olfair nehmen wir. Komm, Olfair. Ja, auf nach Olfair. Passt euch auf. Gute Reise. Auf nach Olfair, natürlich. Und so fahren wir schön mit dem Zug zum nächsten Abenteuer. Und treffen natürlich wieder ein bekanntes Gesicht. Na, wie das Schicksal so will. Der weiße Hodo. Dieses Gesicht, ja, das habe ich schon mal gesehen. Kurz mit Kurando, so sieht man dich wieder, so trifft man dich hier, das ist ja Wahnsinn. Du hast mich doch bestimmt nicht vergessen, oder etwa doch? Das kann's doch nicht sein hier. Mich kennt man doch, ich bin doch der wandernde weiße Hodo. Niemand auf der Seenwicke oder auf dem Kontinent kennt mich nicht. Jeder kennt mich. So, wie viel hast du jetzt gesammelt? Von den Schüsselemblems. Sag mal, jetzt zeig mal her, du. Was ist los mit dir? Ich will doch nur fragen, wie viel du hast. Die Zahl der von dir, die Schüsselemblems, die du hast, natürlich. So, wir erzählen dir natürlich, wie viele wir haben, ja? Oh, ich verstehe. Oh, ja, du gibst doch wirklich dein Bestes, ja? Wenn du so ist, ja, nicht gar nicht mal so schlecht, aber... Ja, du solltest mal hier vielleicht ein bisschen zu der... hier weiter, ne? Hier gibt's noch ein paar andere Städtchen auf der Reisestrecke der Transkontinentalbahn, du. Da kannst du noch ein bisschen was machen, du. Und Fair, Junette, Guren, Asedan, Gattada, da sind überall Schlüsselemblems. Die sollst du jetzt mal alle sammeln, das wäre mein Wunsch an dich. Wenn du zeigst, dass du das drauf hast, ja, dass du so eine Kraft hast, dann bin ich auch beruhigt. Da kann ich euch nämlich tatsächlich helfen und euch dann eure schicksalhafte Aufgabe erteilen. Da kann ich helfen. Und was eure Aufträge anbelangt, natürlich, ist doch klar, liegt auf der Hand, ihr sollt den bösen König, den Todesgott Nägel besiegen. Ja. Und damit, der Aschia, was von ihm versiegelt wurde, retten. Ja, das ist der Plan. Du, Kurando, dessen Heimatdorf zerstört wurde von Elke. Wenn du was tun kannst, ja, dann willst du sicherlich das, die Rache für das, was er getan hat. Sofort, ja, sofort dich rächen. Aber du darfst dich nicht übereilen, das ist verboten. Denn du hast keine Chance, so wie du bist, gegen den Todesgott Nägel zu kämpfen und ihn zu bezwingen. Du musst alles daran setzen, ja, die Welt des Bösen, die über dir herrscht, ja, zum Eingang dazu zu gelangen. Das ist weit, weit in den Bergen von Anon. Oh, ja, an einer großen, an einer Klippe. Da kann niemand hin, so einfach. So, da komme ich ins Spiel, da blickst du mich an, nicht wahr? Und während du jetzt die Schlüssel am Lamm sammeln solltest, als Beweis deiner Kraft, bist du auch dabei, deine Kraft hier zu kultivieren, stärker zu werden, besser zu werden. Deshalb gib dein Bestes, ja? Und du solltest niemals deinen Plan verlieren und deine Ziele aus den Augen. Immer sicher gehen, sicher war das. Als nächstes sagt jetzt der Bahnvorsteher hier, nächster Halt, Olfair. Und ja, dieses Mal, die Fahrt wurde geleitet von Scipio. Und ich, der Bahnangestellte Marius, hab sie geführt hier. Wird nochmal richtig schön durchgegeben. Oh, wir sind schon bald da. Mann, ist die schnell, diese Bahn hier. Das ist ja unfassbar. Oh, das gibt's ja gar nicht. Ich muss noch ein paar wichtige Akrobat-Keks hier kaufen am Bahnhof. Meine Güte, ich muss mich beeilen, du. Jetzt muss ich auch weg hier. Ein paar leckere Kuchlein noch kaufen, du. Guck mal her. Weg hier. Also, jetzt heißt es mal Abschied nehmen, ne? Und ja, das Schicksal wird sich wieder kreuzen hier. Und wir werden uns wiedersehen. Ich sag's dir. Bis dahin, ne? Bis zum Tag, wo du 5 Schlüssel am Lebens gesammelt hast, ja? Darauf freue ich mich schon. 2 Stück also noch, ne? So, weg mit dir, alter Knürger. Wir sind am nächsten Zielort angekommen. Dem Hort der Feen.
Oh, jetzt wird's spannend. Da gucken wir mal. So, nicht so alt. Orphea. Orphea. Was gibt's denn hier in Orphea? So, der Ort wurde natürlich im Lulastein gespeichert. Und guckt euch das mal an. Ist das nicht ein schönes Städtchen? Ist das nicht ein wunderschön anzuguckendes Städtchen? Die Stadt von Orphea. So, neue Quests wurden zugefügt. Und da ist ein wirklich freudiger Zirkus angesiedelt. Und ich kann euch mal die Karte zeigen. Hier haben wir diese komischen Feenviecher. Und das Ziel ist nicht angezeigt hier. Ich frage es also, wo wir hinstapfen. Erstmal zum Marktplatz. Oh, da spricht Happopo. Toller Name übrigens. Ach, übrigens. Das, der große Aussichtspunkt, beziehungsweise das Highlight von Orphea ist natürlich der Nabu-Nabu, Großzirkus, den wir hier haben. Also großer Zirkus Nabu-Nabu. Und es gibt was ganz Großes diesmal, wird dort gezeigt. Eine ganz besondere Aufführung. Und ja, ich sag dir was, wenn du da als Bürger von Orphea oder vielleicht als jemand, der einen Beweis hat für seine Kraft, dann kannst du vielleicht da rein. Wenn du einen Beweis für deine Kraft hast, dann darfst du ins Zirkuszelt rein. Einfach hoch den Hügel. Da siehst du es. So ein richtig schönes, prächtiges Zelt. Da dürfen wir jetzt rein. Alles klar. Kreisrund geht's hier rum. Oh, da dürfen wir rein, oder wo? Das schauen wir uns natürlich nochmal genauer an. Da halten wir uns gar nicht erst zurück. Also gehen wir zurück. Und da seht ihr auch schon, das ganze Zirkuszelt wird hier angezeigt. Und ich gehe jetzt mal hier da lang, wo die Kamera uns hingeführt hat. Und dann stapfen wir mal ins Zelt hinein. Oh, da sehen wir doch schon was Prächtiges. Ja, ist Geschmackssache. Wer das mag, der mag es nicht. Und wie auch immer. Jetzt sehen wir hier, passiert was. Nun sagt, Futter sagt, Kier! Mann, das war heute auch eine tolle Show. Mann, was wird schon das nächste Mal gezeigt? Und Hippel antwortet, wow, diese Himmelsschaukel da, das war ja wirklich Wahnsinn. Und da wird wahrscheinlich auch dann noch dazu dann ein Clown auftreten, oder? Mann, das werden wir sehen, wenn wir das nächste Mal gucken gehen. Ja, hast recht. Ach, das sind Kinder, die da sprechen. Du hast recht. Aber heute war echt ein ganz toller Tag. Was denn, Futter? Obwohl du mein kleiner Bruder bist, ja? Sagst du immer das, was ich als erstes sagen wollte. Hey, großer Bruder, das ist gemein von dir. Aber, großer Bruder, war das heute wirklich umsonst, diese Vorstellung? Obwohl die so spannend war und interessant? Ja gut, es sind jetzt 15 Jahre her, dass der Zirkus hier das erste Mal seine Pforten geöffnet hat, ne? Und ja, deshalb haben Kinder heute freien Eintritt. Als Jahrestag sozusagen. Das hat zumindest der Chef des Zirkus, also der Herr Nablett, gesagt. Ehrlich? Deshalb sind die ganzen Kinder hier auch gekommen, ne? Alle Kinder der Stadt. Und natürlich gibt's auch noch hinter dem, also nach dem Zirkus, nach der Ausführung gibt's auch noch All You Can Eat von dem besonderen Akrobat-Kuchen sozusagen. Mann, das ist aber echt ein guter, der Zirkuschef ist echt ein guter Typ. Es ist die nächste Vorstellung beginnt. Jetzt wird was gezeigt. Das mag es sein. Und nun sagt doch der Zirkusvorstand, Nabulet sagt, Ladies and Gentlemen, Endo! Orphea, no children! Und die Kinder Orphea. Heute gibt's die ganz besondere Vorführung zum 15. Jahresjubiläum des Zirkus Nabu-Nabu. Und eine besondere Show. Vielen Dank, dass ihr hergekommen seid. Und nun sagt der Polizist Pakure. Ja, da haben wir drauf gewartet. Da ist er. Der Bürgermeister von Orphea. Nein, auch der Zirkusvorstand. Also ist das Gleiche, oder? Beides. Alle miteinander, die sich hier versammelt haben.
Das Letzte, was ich euch heute zeigen will, ist eine besondere Zaubervorstellung, eine Kunst der exklusiven Art. Eine, die würdig ist, hier am 15. Jahrestag gezeigt zu werden. Extra für euch, vorbehalten, eine besondere Kraft. Also, guckt genau hin, schaut es euch an, diese besondere Zaubervorstellung. All die Kinder, die diese Vorstellung angucken, werden innerhalb von einem kurzen Moment verschwinden. 3, 2, 1. Pupkupendo, po! Großer Bruder, es ist so dunkel, ich hab Angst. Alles ist in Ordnung, Futter. Es wird gleich wieder hell. Fabelhaft. Die Kinder sind alle verschwunden. Wie zu erwarten vom großen Zirkuskompanie von Nabu Nabu. Ich bin richtig wirklich überrascht. Das ist ein tolles Gefühl. Ich bin richtig berührt. Aber selbst der Zirkusvorstand Nabret ist nicht mehr zu sehen. Was ist das für eine Kunst? Wo sind unsere Kinder denn verschwunden? Hey, hey, was passiert? Wo sind die Kinder? Lacht Nabret. Ladies and Gentlemen, die letzte Kunst zum Jubiläum des 15. Jubiläum des Nabu-Nabu-Zirkus. Wie hat es euch gefallen? Hattet ihr Spaß? Leider werden die Kinder von Euphea nie wieder zurückkehren. Wartet, was hat das zu bedeuten? Nein, nein, das... Hören Sie auf, seien Sie nicht so in Rage. Sie werden gleich wieder sich zeigen. Nein, die Kinder sind verschwunden. Vom heutigen Tag werden sie nicht zurückkehren, sagt der Bürgermeister. Hey, hören Sie auf mit dem Unfug. Geben Sie uns die Kinder zurück. So, das war's mit dem Zirkus. Das war die letzte Show. Meine geliebten Bürger von Euphea. Passt auf euch auf. Auf Wiedersehen. Das war das ein Entführungsfall? Die Kinder wurden entführt? Kann es sein? Ganze 30 Jahre und nun zeigt sich die große Chance, dass ich, der große Inspektor Pakure, den Leuten von Unfair beweisen kann, was für ein großes Gehirn in mir steckt. Mein Gehirnschmalz kann ich zeigen. Alle miteinander, beruhigt euch. Die Kinder wurden entführt vom Zirkuschef Nabret, aber ihr müsst euch keine Sorgen machen. Ich werde auf alle Fälle die Kinder zurückbringen. Du Dreckskerl, du Übeltäter! Nabret, warte nur auf mich, ich hol dich mir! Wahnsinn, was geht hier ab? Das ist ja nicht zu glauben, die Kinder wurden entführt! Einfach so! Meine Fresse! Nabret, dieser Mistkerl! Ah, da muss ich erstmal läutern, da muss ich erstmal in die Kirche, da muss ich erstmal Beichte abhalten, da muss ich mir die Augen reinigen lassen. Das geht hier überhaupt gar nicht, was wir hier bezeugen müssen. Also die nächste große Katastrophe bahnt sich an. Der nächste Weg zum Schlüsselemblem ist vorgezeichnet und mit einem neuen, hoffnungsvollen Schimmer werden wir das nächste Mal wieder reinstarten. In die nächste Folge. Und jetzt sage ich erstmal, das war's gewesen. Hier sag ich erstmal Arrivederci, auf Wiedersehen und Bye-Bye. Und bis dahin könnt ihr bis zum nächsten Mal natürlich liken, abonnieren, hier kommentieren und sowas, die Glocke aktivieren und den ganzen Kram. Und das nächste Mal wieder anschalten und es weitergeht bei Dragon Quest 10. Bis dahin, passt auf euch auf, gehabt euch wohl und auf Wiedersehen.